Oh, Junge, das war mal eine Nacht, die ich hinter mir habe. Das ist ja hier eine schöne Sache. Guck dir mal dieses Bett an. Richtig gemütlich. Einen Block hoch ist diese Matratze. Das ist eine schöne Sache. Ach, und ihr seid auch schon wach. Gerade aus dem Zelt gehüpft, ihr beiden. Super. Guten Morgen, was ein schöner Tag. Ja, Globux, du sagst es. Guck mal, der Professor Nase hat schon sogar den richtigen Riecher. Hört zu, habt ihr euch eure Bäuche jetzt eigentlich genug vollgeschlagen? Weil es ist nämlich ein neuer Tag und wir müssen jetzt mal richtig aufbrechen. Und diese Welt hier ist so interessant. Ich freue mich schon auf neue Erfindungen. Ja, das ist mir schon bewusst. Also, das kannst du hier der Nase erzählen. Die vermisst bestimmt. Oh, what the fish? Oh. Jo, jo, jo. Wir haben ein Haustier, glaube ich. Roman, Professor Nase und ich gehen uns die Umgebung näher anschauen. Alter, wo. Dr. Auge hat ihn einfach gewonnen. Alles klar. Gut, dann schaut euch mal am besten die Umgebung ein bisschen näher an. Anschließend werden wir unsere ersten Forschungskonzepte erstellen. Okay, dann würde ich mal sagen, macht euch auf den Weg, ihr beiden. Und du, Nase, pass auf, dass du dir keinen Schnupfen einholst. Ach ja, wir brauchen mehr Rohstoffe und Essen, um unseren Zeltplatz auszubauen. Bis nachher. Keine Angst, wir kümmern uns um die Rohstoffe und ihr kümmert euch um die anderen Sachen, die technologischen Sachen. Und wie, ihr findet den Geist nicht. Ihr müsst den Geist dringend finden, Leute. Guck mal, jetzt schauen die sich beide, guck mal, diese beiden, die schauen sich jetzt einfach diesen Baum an. So angeblich, die machen Forschung. Guck dir die mal an, Alter. Dr. Auge, was ist das? Die gucken sich Bäume an. Mann, pass auf, ey. Wir machen was Krasseres, Dr. Auge, hör zu. Die werden sich so lange die Bäume anschauen und da ein bisschen forschen und irgendwelche Erfindungen und Portale machen. Aber wir werden richtig schön Holz hacken. Und vielleicht können wir jemanden finden, dem wir ein bisschen auf die Nerven gehen können. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee, okay? Pass auf, ich sag dir was wir machen. Du kriegst von mir, warte mal, das Beste ist sogar, wir kriegen das beide. Wir beide werden heute richtige Holzhacker werden. Eine Hacke für dich, eine Hacke für mich. So, das ist jetzt so ein kleiner Männerabend, den wir hier haben werden. Und zwar hacken werden wir nämlich machen. Lass mal einfach in den Wald gehen und einfach ein bisschen Holz farmen, ey. Guck dir das mal an. Wir haben übrigens hier einen neuen Mod drin, dass ich hier die Axt jetzt schräg halte. Bei Dr. Auge sieht man das nicht so ganz, aber dem ist es ja eigentlich auch egal. Der kann ja auch nämlich Turbo fliegen. Alter Junge, guck dir mal diesen guck dir mal diesen Baum an. Es gibt übrigens auch irgendwie so ein kleines Feature. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Dafür bräuchte ich vielleicht ein bisschen mehr Holz, um das kurz zu zeigen. Pass auf, ich mach das mal einfach. So, wir nehmen mal hier ein bisschen, ey, Dr. Auge, abhacken. Los, Holz hacken. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. damit das hier doppelt so schnell geht. Solange die anderen forschen gehen, müssen wir so viel Holz wie möglich auffarmen. Ich möchte nämlich aber nochmal kurz was zeigen. Es gibt diese verschiedenen Bäume. Einmal gibt es diese Bäume und dann gibt es diese Bäume hier. Und das ganz interessant, wobei eigentlich muss ich mich nicht mal hochbauen. Hey, Auge, Dr. Auge, hör mal zu. Es gibt was Interessantes, was wir den Zuschauern zeigen müssen. Und zwar, flieg mal bitte so hoch, wie du kannst und dann flieg mal auf die Blätter vom Baum runter und dann zeigen wir denen einfach mal kurz, wie das funktioniert. Und zwar, wenn Dr. Auge da, oh, guck, wenn Dr. Auge da unten einfach landet, dann gehen Blätter tatsächlich kaputt. Warte mal, ich möchte es auch selber machen. Dr. Auge, nimm mir nicht den ganzen Spaß weg. Ich möchte es auch selber machen. Pass auf, ich baue mich hier mal kurz hoch, ja? Bei diesen Bäumen mit diesen dünnen Stämmen, die haben irgendwie auch weiche Blätter, ne? Und wenn wir dann hier so runterfallen, dann gehen diese Blätter kaputt, wenn man da drauf fällt. Das ist dann so, als ob... Was ist das? Okay. Gott, diese Kuh ist eine der... Oh Gott, was ist nur mit dieser Kuh passiert? Sie wurde... Yo, Dr. Auge, Alter, was hat dir die Kuh getan? Na gut, okay, wir brauchen eh Essen. Boah, Junge, hier ist noch eine andere Kuh. Oh, es gibt bunte Kühe. Guck mal, hey, Dr. Auge, guck mal da unten. Hä? Wem hat mal dieses Zuhause gehört? Ich habe gehört, der Typ, der da gewohnt hat, ist jetzt obdachlos. Schön. Okay, pass auf. Dr. Auge, ich habe übrigens diesen Turm da gebaut. Kannst du da vielleicht bitte hochfliegen und das Holz wieder abfarmen, sodass der Turm wieder weg ist? Also, weil ich komme da nämlich nur schwer hoch. Genau. Ja, ich kann mal so lange einfach vielleicht mal noch hier die Kuh vielleicht ein bisschen mitnehmen. Ein bisschen Fleisch und Holz brauchen wir sowieso. Ja, jedenfalls, wir müssen jetzt ein bisschen Holz farmen für unsere Crew, damit wir hier ein bisschen was bauen können. Wir müssen uns nämlich so eine Art Lager bauen. Und ich habe tatsächlich auch gehört, dass man in das Zelt, was wir da besitzen und dieses Luxuszelt, was ich da besitze, kann man tatsächlich Kisten einbauen. Also... Wir haben ja in der letzten Folge da dieses kleine Bett da eingebaut und so ein Kram, ne? Mit Dr. Auge gemeinsam und irgendwie, ist es ganz cool gewesen. Ach, das ist so ein Baum hier wieder. Warte mal. So, die sind immer ein bisschen schwieriger zu fällen. Aber die kriegt man auch irgendwie umgefallen. Blub. Da ist der ganze Baum einfach weg, ne? Junge, Junge. Hey, wir haben gerade irgendwelche Items bekommen. Das sind einfach so Dark Oak Acorn. Ich glaube, mit den Dingern kann man neue Bäume platzieren wahrscheinlich. Guck dir das mal an, wie ich diesen Baum hier fälle. Hör! Hör, hör,
So richtige Dings. Holzfäller-Animation. Ich liebe Holzfällen. So, jedenfalls, wir können uns eine Kiste wahrscheinlich auch für unser... Oh, Junge. Hey, Dr. Auge, guck mal. Da sind voll viele Früchte. Alter, das sieht voll nach einem Jackpot aus. Das ist alles Holz, ey. Ey, was ist das denn? Privatgrundstück? Betreten verboten. Junge, Alter. Seit wann gibt's hier denn ein Privatgrundstück? Sag mal, sind das hier... Ey, da ist eine Grille. Oh, das war mal eine Grille. Interessant. Dann lass mal da rüber gehen, oder? So ein kleines Privatgrundstück, komm schon. Dr. Auge, wir müssen uns das ansehen. Sei nicht so scheu, du musst hier einfach nur rüberfliegen. Ist doch, der Zaun ist offen, also es wurde ja nicht zugemacht. Guck dir das mal an, Alter. Guck mal, wie viel richtig krasses Holz es hier gibt. Boah, und eine Kiste gibt's ja. Oh, Junge, da sind richtig viele Items drin. Ey, ich nehme mal alles mit, Dr. Auge, das gehört sowieso niemandem. Privatgrundstück in Minecraft. Ich glaube, hier wohnt keiner. Hier ist doch auch niemand. Komm, Alter, lass mal hier ein bisschen was an Holz mitnehmen. Das ist eine richtig gute Art. Guck mal, hier sind auch sofort voll viele verschiedene Arten von Holz. Oh, und Bananen gibt's hier einfach. Junge, Alter, Bananen ist schon irgendwas, was man nicht einfach jeden Tag so bekommt. Ey, Dr. Auge, nimm dir so viel mit, wie du kannst, ey. Das ist alles geschenkt hier. Das ist eine richtig gute Sache. Guck mal, die hat auch hier so irgendwelche komischen Sachen. So irgendwelche... Oh, Junge, Apfelmusen gibt's hier. Ja, das ist ja... Oh, ist ja fast wie geschenkt. Und ein paar Dornbüsche gibt's hier auch. Oh, und... Ey, was ist das denn hier? Yo, Auge. Hier rechts, rechts. Hier wohnt ja jemand. Also das scheint ja wirklich ein Privatgrundstück zu sein. Wo bist du? Dr. Auge. Hey, da bist du ja. Du bist ja direkt vor der Haus. Oh. Bandit. Entschuldigen Sie. Bleib mal ganz cool. Wir sind keine Banditen. Oder vielleicht doch. Ich zeig euch, wer Chef ist. Natascha? Was ist denn das für eine? Yo, Auge! Du bist ja immer noch am Clown. Ich glaube, da hat uns jemand... Stehen bleiben, ihr Kartoschkas! Was? Junge, die redet so ein bisschen russisch, habe ich das Gefühl. Hey, ich habe extra Miete gezahlt! Yo, 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 yo. Dr. Auge, ich weiß nicht, was da abgeht, aber die hat nur einen Zahn und scheint hier irgendwie ein bisschen herumzuschreien. Diese Bandit! Oh, Leute, ich bin hier irgendwo runtergefallen. Warte. Yo, 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 lass mal ein bisschen weiter zurückgehen. Auge, lass mal, oh, lass mal, die kommt. Lass mal hier bitte hinter den Baum gehen. Hä? Die scheint uns irgendwie ein bisschen zu verfolgen, habe ich das Gefühl. Hey, die kommt, die ist gerade an ihr Grundstück getreten. Was ist denn das für eine? Die hat einfach so einen Zahn, der aus dem Mund rausguckt. Die kommt. Oh, warte mal, die hat jetzt 3 Punkte geschrieben. Also, sie geht zurück. Jo, was war das denn gerade? Hast du es gerade gesehen, ey? Okay, pass auf, hör zu. Dr. Auge, wir machen das so. Das sind noch ein paar Bananen sind noch auf dem Baum. Und wir brauchen auf jeden Fall genug Bananen, um unser Team zu ernähren. Das heißt also, diesmal müssen wir da reingehen, ohne dass Natascha uns bemerkt, okay? Irgendwie sowas. Diese Natascha scheint nämlich ein bisschen verrückt zu sein. Und so wie ich es verstanden habe, ist sie bestimmt auch nicht unbedingt ich glaube, die kann bestimmt irgendwie auch Gewalt anwenden. Das heißt also, wenn wir das Wort Kikeriki schreien oder sowas, dann ist Notfallsituation, okay? Und dann heißt das, dass wir irgendwie schnell verziehen müssen, okay? Dann müssen wir irgendwie schnell abhauen. Pass auf, hol dir die Bananen da seitlich, hol die Bananen oben und ich hol die Bananen unten nochmal ab, okay? Wir müssen alle Bananen mitnehmen. Oh Junge, hier ist sogar ein Bienennest. Haben wir da noch vielleicht andere Bananen oder sowas in der Art? Das wäre vielleicht auch noch irgendwie... Ja, was? Dr. Auge? Ich bin hier runter, Kikiriki! Ich bin hier runtergefallen, Alter! Ich bin in einem Loch. Ich bin in einem Loch und krieg Damage. Ich schon Hunger. Ey, Dr. Auge, ich krieg hier die ganze Zeit Damage bei so einem komischen Ding. Hey, du musst hier... Oh, du brauchst mir eine Treppe. Oh Gott, ich muss hier schnell raus. Kikeriki, wir müssen schnell hier raus. Wo ist sie? Oh mein Gott, ich sehe sie schon da hinten. Da ist sie denn. Oh, renn weg. Über den Zaun. Dr. Auge, weg. Oh Gott. Ist sie da? Sie kommt, oder? Oh, meine schöne Natur kaputt wegen dir. Hey, wir haben auch nur Bananen gebraucht. Bleib cool. Dr. Auge, ich glaube, die rennt ins... Okay, alles klar. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen weiter wegrennen. Oh, was? Ja, die Bär Pai Mai. Was? Oh mein Gott, die Frau spricht Russisch. Wo ist sie? Die ist da seitlich. Okay, lass mal hier kurz in den See verstecken. Lass mal hier im See sein. Okay. So wie es aussieht, sind wir relativ safe.
Die hatte irgendwas Komisches geschrieben. Die hat sogar irgendwas auf Russisch geschrieben. So hat die geschrieben, ich kriege dich noch auf Russisch. Alter, wir ärgern die. Alter, was ist denn das für ein... Was ist das hier für ein Schwein? Dieses Schwein ist einfach komplett schwarz. Warte mal. Gibt es auch schwarzes Fleisch? Nein, normales Fleisch. Okay, Dann muss ich hier mal kurz was wegschmeißen. Alter, ich habe rote Seeds. Ich habe Tomatensamen bekommen. Alter. Okay. Das sind echt viele Sachen. Pass auf, Dr. Hauke, ich würde mal sagen, wir gehen da jetzt nochmal hin. Vielleicht können wir uns dann mal mit ihr unterhalten, okay? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir gehen da jetzt einfach ganz normal, ohne Kriegsfuß, einfach mal dahin und werden uns einfach ganz normal mal mit ihr unterhalten, okay? Ich glaube, das ist so die einzige Chance, wie wir das gescheit machen können. Irgendwo dort ist doch diese Natascha. Lass mal kurz einfach beim Eingang hingehen, ganz normal. So, die dürfte hier, glaube ich, nirgendwo... Oh mein Gott. Hey, da ist ja Schlimmstein. Schönen guten Tag, Natascha. Was? Der redet ja mit ihr. Da hinten steht sie. Schönen guten Tag, Natascha. Oh mein Gott. Der Schlimmstein scheint auch mit dieser Natascha zu sprechen. Aber was reden die da? Die hat diesen einen komischen Zahn. Ob die beim Zähneputzen nur diesen Zahn da putzt? Die scheint ihn aber auch so ein bisschen zu ignorieren, habe ich das Gefühl. Aber er kommt rüber. Mal gucken. Was ist denn mit deinen schönen Bäumen passiert? Letzte Woche sah es hier noch anders aus. Oh, ja, das ist, genau, was soll ich dazu sagen, ne? Morgen, diese Bandit hier. Was, dieser Bandit hier? Die hat so einen lustigen Akzent, ey. Du meinst wohl das fliegende Auge und sein Freund? Die werden noch sehen. Oh, oh, ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie schon ein bisschen auf so einer Zielscheibe. Naja, du hast ja schon Zeit zu Hause verloren. Ich habe nichts zu verlieren. Hey, nicht schlagen. Wir müssen gerade observieren. Okay, in dieser Welt läuft das Leben anders. Hier hat alles Regeln. Okay, das heißt also, er erklärt hier gerade, dass hier irgendwelche Regeln und sowas dastehen. Okay, interessant. Das heißt also, Dr. Auger, hier, Geld. Die schmeißt ihm Geld oder sowas her. Ah, danke, danke. Oh, die übergibt ihm anscheinend also ein paar Moneten. Ach, die zahlt die Miete, Dr. Auger. Ist das die Miete, die sie zahlt? Ah, okay. Oh, da kommt er. Versteck dich hinter Baum. Wo ist er? Oh, er kommt da. Okay, er geht jetzt wieder weg. Alles klar. Okay, es wird langsam dunkel, Dr. Auger. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Holz haben wir gefarmt. Ich glaube, damit können wir auf jeden Fall ein bisschen was anfangen. Wir müssen mal schauen, ob die anderen jetzt wieder zu Hause sind. Alter, so wie es aussieht, ist dieser Herr Schlimmstein also wirklich nicht nur für dein Zuhause verantwortlich, sondern er übernimmt tatsächlich... Oh, da ist eine... Ey, da ist ein Glühwürmchen. Cool. Und ein braunes Huhn. Okay, so wie es aussieht, ist Herr Schlimmstein anscheinend also für alle so ein bisschen zuständig. Das heißt, der übernimmt also die Miete von allen. Oh Mann, die anderen scheinen noch nicht zurück zu sein von ihrer Entdeckungsreise. Na gut, warte mal, ich habe eine Idee. Wir nehmen mal nochmal kurz den Baum hier ab und solange die anderen weg sind, können wir vielleicht hier noch ein bisschen was machen. Hey, Dr. Auge, kannst du vielleicht die Kohle aus der letzten Folge nehmen und vielleicht noch ein paar Fackeln hier platzieren, damit wir so eine bisschen hellere Arbeitsfläche haben? Ich kann uns solange ein bisschen was zusammenfarmen, und zwar mit dem Akazienholz, kann ich uns vielleicht so einen kleinen netten Akazienboden bauen. Oder wir bauen uns einen normalen Boden. Weil ich habe nämlich tatsächlich einmal möchte ich hier vielleicht erstmal ein bisschen was hinmachen. Und zwar brauchen wir hier eine kleine Schaufel. Oder, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Wir können uns prinzipiell aus dem Akazienholz, können wir uns vielleicht ein paar Kisten bauen. Ein paar Truhen. So, dann lassen wir hier vielleicht drei Stück mal so bauen. Dann können wir hier mal das hier so nehmen, das andere weglegen und die Truhen mal miteinander stapeln. Und ich glaube, hier in mein Zelt, hey, guck mal, ich habe da jetzt eine Truhe reingelegt. Da ist jetzt eine Truhe drin und noch eine Truhe. Okay, ich habe jetzt zwei Truhen drin und habe jetzt nur noch einen Platz frei. Das heißt also, ich habe jetzt zwei... Oh, krass. Ich habe hier sau viele Inventories jetzt drin und kann jetzt hier in mein Zelt Sachen reinlegen. Oh mein Gott. Okay, das sieht nicht so gut aus, Dr. Auge. Alles easy. Ich habe das Ding. Ganz cool bleiben. Super Sache. Alles klar. So, das war gerade... Okay, jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt kommen zwischendurch auch Zombies vorbei. Hör ich hier nochmal ein? Okay, alles gut. Remove Chest und Manage Inventory. Ich kann jetzt hier noch ein paar Sachen reinschmeißen. Hier, das Holz nehme ich vielleicht noch mit. Und wir können eigentlich auch noch ein paar Bananen. Ey, ich habe ein Gold gefunden. Hey, vielleicht ist es von so einem Zombie oder sowas gedroppt worden. Pass mal auf, Dr. Auge. Ich gebe dir jetzt was, mit dem du arbeiten kannst. Grab uns mal bitte mit dieser Schaufel hier ein 4x4-Dings auf. Und ich werde mal die kleine Crafting Bench mal umplatzieren. Und zwar so, dass wir vielleicht so 3x3 haben. So, dass wir eine kleine, Plantage, nicht Plantage, sondern dass wir so einen kleinen Platz haben,
wo wir Truhen und sowas platzieren können. Das wäre vielleicht eine coole Sache. Ich habe nämlich ein bisschen Holz so und dann kann ich das hier vielleicht so ein bisschen machen. So, gute Sache. Perfekt. So, so, das dürfte... Oh, warte. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So, warte. Wir müssen mal hier nochmal kurz die Blätter oben abbauen, damit wir das hier vielleicht ein bisschen abbekommen. Aber das wird schon passen. Dr. Auge, kümmerst du dich darum? Perfekt, danke dir. Und dann können wir eigentlich den Rest so ein bisschen hochbauen. So, oh, oh, da kommt wieder ein Zombie. Alles cool. Ich habe alles im Blick. Und zack, und zack, und zack. So, und dann haben wir hier, können wir eigentlich so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Kistenplantage so machen, sodass wir hier einfach ein paar Kisten, ne, in der Ecke haben, die wir sozusagen verwenden können. Und vielleicht ein Crafting-Table hier auf der anderen Seite. Dann können wir hier immer craften und auf der anderen Seite können wir dann immer die Kisten benutzen. So, dann haben wir hier nochmal zwei extra Kisten, einmal eine Double-Chest und einmal eine Normal-Chest. Und dann können wir hier ein paar Sachen reinlegen. Hey, du hast schon Dirt reingelegt. Coole Sache, Mann. Und Mangos. Mangos sind, ey, ich möchte eine Mango essen. Super Sache. Lecker. So, ich kriege aber irgendwie nicht so viel Essen von denen. Das ist ein ganz kleines Problem. Naja, nicht, dass wir hier verhungern. Okay, dann würde ich sagen, ist das hier eigentlich schon eigentlich echt einiges, was wir so gebaut haben. Ich habe jetzt hier meine Kisten drin und die anderen sind anscheinend noch nicht zurückgekommen. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier nochmal... Oh mein Gott. Da, was ist das denn für eine Spinne? Hier sind irgendwelche mutierten Spinnen am Start, Dr. Auge. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen schlafen und sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dr. Auge, komm, lass ins Bettchen. Oh, du hast die Spinne getötet. Alles klar, okay. Ja, Leute, freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Wir sind jetzt erstmal hier fertig und hoffen auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich kann noch mal kurz gucken, ob ich hier vielleicht dieses Campfire-Ding reinlegen kann. Aber anscheinend scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Also das ist noch ein bisschen... Ach, okay, das ist nochmal eine andere Art von Campfire. Okay, das dürfte, glaube ich, so gehen. Können wir das auch anzünden? Ich glaube, dafür brauchen wir einen Flint and Steel oder sowas. Na, das machen wir später. Okay, wir werden jetzt erstmal ein paar Sachen sortieren. Ich gehe jetzt erstmal ins Bettchen und wir sehen uns... Oh nein, ich habe jetzt das Bett weggelegt. Okay, warte mal, ich lege mich jetzt erstmal hier ins Bett rein. So, manage sleeping. Sleep. Okay, damit dürfen wir jetzt hier liegen und ich bin jetzt fertig. Ich glaube, ich bin schlafen. Und ja, am nächsten Morgen, wenn wir aufwachen, dürften die anderen vielleicht auch wieder da sein. Vielleicht haben sie ja den Geist gefunden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gebt einen Daumen nach oben. Haut rein, Leute. Ciao.